Ich darf hier recht herzlich die beiden Trainer begrüßen. Zu meiner Rechten unseren Gästetrainer Lars Hepp von Eintracht Hagen und natürlich zu meiner Linken Richard Radka, unseren SG-Trainer. Und darf direkt mal nachfragen, wie sieht es aus mit einem Statement zum Spiel? Was war der Grund im Endeffekt für den Sieg von euch? Ja, guten Abend von mir. Ja, ich bin in der Kabine das erste Mal in der Halbzeitpause lauter geworden, weil das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war nichts von dem, was wir uns vorgenommen hatten, weder in der Abwehr noch im Angriff. Rating hat vollkommen verdient, auch mit 3 Toren dann geführt. Wobei ich halt nur mir die Frage gestellt habe, und das habe ich an die Jungs weitergegeben, warum wir eine Analyse machen, warum wir eine Besprechung machen, weil ein Großteil der Geschichten von Rating waren bekannt. Und wenn dann halt die Tore fallen, ist das äußerst ärgerlich, und im Angriff haben wir schlechte Lösungen gefunden. Auch jetzt gegen eine Manndeckung gegen Jens Reinhardt, dass wir da die Räume nicht nutzen konnten. Von daher war der Rückstand zur Pause vollkommen gerechtfertigt. Und umso erleichterter bin ich, welche Reaktion meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Ich glaube, dass nach hinten raus auch die besseren Alternativen von der Bank den Ausschlag gegeben haben, der breitere Kader, dass wir dann auch wirklich 30 Minuten noch konstant Tempo gehen konnten und dann auch das ein oder andere einfache Tor erzielen konnten. Und ja, ich bin sehr zufrieden, dass wir dann auch am Ende wirklich das konzentriert zu Ende gespielt haben. Dankeschön, Lars Hepp. Quasi die gleiche Frage an Richard Radka, ein Statement zum Spiel und quasi jetzt so im Umkehrschluss, woran hat es gelegen? Niederlage. Ja, schönen guten Abend, erstmal Glückwunsch an Hagen. Entschuldigung. Zum verdienten Sieg. Ich glaube, dass man gesehen hat, dass Hagen die bessere Mannschaft war insgesamt und gerade auf den Außenpositionen sowohl die Torhüter als auch die Spieler von Hagen oder der Torhüter von Hagen war uns da einfach Längen voraus. Und für mich war das sicherlich die entscheidende Position heute. Wir haben auf den Außenpositionen mehrere gute Chancen liegen lassen, während Hagen diese guten Chancen regelmäßig genutzt hat. Und die Tordifferenz, ob sie vollständig daraus resultiert, will ich noch nicht mal sagen. Das Spiel wäre auf jeden Fall offener gewesen. Und das war erstmal so der augenfälligste Unterschied. Der zweite Unterschied, den ich gesehen habe, war einfach die Tatsache, dass Hagen einfach körperlich von der Substanz her mehr zuzulegen hatte. Wir haben viel, viel Aufwand betrieben, um unser Spiel durchzukriegen, gerade in der Deckung. Und man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir das in der Konsequenz nicht durchgehalten haben. Und das sind für uns die Ansatzpunkte, dass wir es einfach schaffen, dass wir es einfach klar darüber werden, dass nicht 30, 40 Minuten ausreichend sind, um in der dritten Liga zu bestehen, sondern wir müssen 60 Minuten hochkonzentriert spielen. Und da fehlen uns, wie Lars schon gerade sagte, einfach die Alternativen im Moment, die Spieler, die neue Impulse setzen können. Man hat gesehen, Dominik Casal ist noch weit weg von seinem körperlichen bzw. auch spielerischen Zustand. Das hat uns heute nicht weitergebracht. Und das sind natürlich Dinge, die uns wehtun, aber sie werden kommen, da bin ich mir sicher. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir dürfen auch einen Fehler nicht machen, dass wir jetzt zufrieden sind mit den 30 Minuten, sondern wir müssen einfach an den anderen 30 Minuten arbeiten und da einfach versuchen, die Qualität in unserer Deckung über 60 Minuten aufrechtzuerhalten und vorne im Angriff einfach mehr Durchschlagskraft zu erzielen. Dafür werden wir trainieren, dafür werden wir arbeiten, und das ist die Zielsetzung. Gefreut habe ich mich darüber, dass heute wirklich die Halle voll war für unsere Verhältnisse, zum Gegensatz zur letzten Saison, fand ich wirklich klasse. Ich hoffe einfach, dass wir auch ein bisschen Werbung machen konnten, trotz der Niederlage. Und ich kann dafür garantieren, dass wir uns auf jeden Fall bemühen werden, diese 60 Minuten zu erreichen, um dann hier auch Siege zu feiern. Dankeschön. Ja, dankeschön, Richter. Lars Hepp. Bei den nächsten Spielen alles auswärts jetzt und die weiteren Spiele geht es ja alles gegen die Aufsteiger. Spielt man gegen die anders? Ist das, weil die sind ja natürlich gerade heiß, weil sie aufgestiegen sind. Sind die auch anders zu spielen oder ist das für euch eigentlich völlig egal? Ihr macht euer Ding und egal, wer da kommt. Jetzt so Rating heute. Wir haben uns ja netterweise schon ein paar Mal in der Vorbereitung gesehen. Dazu kamen ja die vielen Gesichter, die man auch schon aus den verschiedenen Ligen in all den Jahren kennt. Also das war jetzt auch heute nicht das Duell gegen eine Mannschaft, die man nicht kannte. Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wir haben nächste Woche spielfrei. Wir hätten normalerweise ja gegen Wiesbaden gespielt. Das Spiel ist aufgrund unserer Hallenproblematik, weil die Halle nicht frei ist, ist das in den April verlegt. Ich habe noch überhaupt keine Meinung dazu, ob das jetzt toll ist, dass wir nächste Woche kein Spiel haben oder ob ich lieber weitergespielt hätte.
Man kann ja gegen ein Auftaktprogramm nichts machen und ich denke, wir haben, wenn man gegen die Aufsteiger am Anfang spielt, ist das vielleicht auch eher für uns ein Vorteil. Wenn wir jetzt direkt heute, ich sage einfach mal als Beispiel, in Ferndorf gespielt hätten, dann wäre die Nummer vielleicht ganz böse ausgegangen. So hat man dann vielleicht nochmal Glück, sich auch mit ein bisschen Routine, Erfahrung und dann halt dem einen oder anderen individuellen Vorteil auch zu retten. So, und von daher, Vor- oder Nachteil, man muss jeden Gegner zweimal spielen in der Liga und wann der kommt. Also von daher, wir sind mit dem Auftaktprogramm, wie wir es haben, schon insgesamt ganz zufrieden. Direkt noch die Frage dran gehängt. Man sagt ja so ein bisschen, ihr seid Aufstiegsfavorit. Ich weiß, wir haben gerade mal erst angefangen mit der Liga. Ist das euer erklärtes Ziel oder sagen Sie, nee, erstmal gucken, wie die ganze Liga aussieht? Oder meint ihr doch schon, es geht jetzt endlich mal Richtung zweite Liga? Ist ja immer nett von der Konkurrenz, dem anderen schön die Favoritenrolle unterzujubeln. Ich plane von Spiel zu Spiel. Ich will in ganz kleinen Schritten denken, wer die Spiele gesehen hat letzte Woche und heute. Wir können heilfroh sein, ich glaube in einer auch ausgeglichenen Liga jetzt schon 4 Punkte haben zu können. Auf uns wartet eine Menge Arbeit und von daher tut uns das nächste Wochenende ganz gut, dass wir dann jetzt wirklich 2 Wochen Zeit haben, an gewissen Sachen nochmal zu arbeiten. Und wie gesagt, wenn wir die Hinrunde mal gespielt haben und wenn wir uns gut angestellt haben, dann kann man mal vielleicht dann ein Saisonziel auch wirklich konkretisieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen, ich will von Spiel zu Spiel denken und meine Mannschaft hat mir heute wieder einen Sack voll Aufgaben mit auf den Weg gegeben, an denen wir jetzt in den nächsten 2 Wochen arbeiten müssen. Also mir wird für die Trainingsplanung nicht langweilig, von daher gut von meiner Mannschaft. Aber wie gesagt, auf uns wartet noch sehr, sehr viel Arbeit und wir denken auch erstmal in kleinen Schritten. Ja, danke schön. Ja, Richard, nochmal an dich die Frage. Wir haben ja heute einen neuen Mann gesehen im Tor. Jetzt hast du 3 Torhüter. Ist das jetzt ein Luxusproblem oder hast du da schon irgendwie eine besondere Sicht, wie die 3 so miteinander harmonieren oder wer jetzt wo die Nummer 1 oder 2 sein könnte? Ja, das ist einfach normal. Wir hatten zu Beginn der Saison 3 Torhüter und leider haben 2 Torhüter ihre Karriere beendet bei uns. Und wir mussten natürlich Ersatz schaffen und wir müssen einfach 3 Torhüter haben, um reagieren zu können, wenn sich ein Torhüter verletzt. Von der Seite hat sich eigentlich nichts geändert. Ich bin auch froh darüber, dass wir die 3 Torhüter haben, so wie die stehen und so wie sie sich verhalten. Auch vor allen Dingen Matthias, der jetzt heute nicht spielen konnte. Alexandru haben wir dazu bekommen. Ich glaube, dass er insgesamt uns wirklich weiterhelfen wird. Und wir haben da ein gutes Gespann. Also im Schnitt alle 3 sind sehr, sehr gut. Und natürlich ist immer der Dritte immer derjenige, der halt oft auch auf der Tribüne sitzen muss. Aber ich bin mir sicher, dass Matthias noch seine Einsätze bekommen wird. Und von der Seite sind wir da optimal aufgestellt und ein für sich völlig normal. Wir mussten reagieren. Ja, danke schön. Letzte Frage. Letztes Spiel war ja gegen einen Mitaufsteiger. Jetzt sagen wir es ruhig nochmal gegen einen eventuellen Aufstiegsaspiranten. Nächste Woche geht es auswärts nach Krefeld. Wie schätzt du dieses Spiel ein oder wie schätzt du den Gegner ein? Was könnte man eventuell erwarten? Ja gut, Krefeld ist eine etablierte Drittligamannschaft, die zu Hause eine hohe Qualität bietet. Das wird für uns sicherlich auch eine schwierige Ausgangssituation. Deswegen sage ich ganz klar, wir sollten uns nicht mit Krefeld beschäftigen, wir müssen uns mit uns selber beschäftigen. Wir müssen unsere Qualität steigern, wir müssen einfach uns von Spiel zu Spiel verbessern, an unseren Fehlern arbeiten. Und gut, dann muss man einfach sehen, ob wir unsere Chance bekommen. Und die Chance zu bekommen, so wie in Soest, wo wir nah dran waren. Wir hatten heute vielleicht auch, ja, heute war die Chance relativ gering insgesamt, muss man einfach zugeben, muss man einfach ehrlich sagen. Und das muss unser Ziel sein, auch in Krefeld erstmal wirklich an unseren Fehlern arbeiten, uns auf uns konzentrieren, uns zu verbessern. Und dann muss man einfach sehen, wofür das reicht. Und Krefeld ist, wie gesagt, eine sehr etablierte und sehr heimstarke Drittligamannschaft, wo es sehr, sehr schwer ist für alle Drittliga-Gegner. Und von der Seite muss man einfach sehen, wie man das Spiel angeht. Und wir werden da mit Sicherheit etwas besser sein als heute. Und da muss man einfach abwarten. Ja, schönen Dank. Dann danke ich beiden Trainern, dass sie so spontan gekommen sind. Ja, wie ich auch schon gesagt hatte, nächstes Spiel auswärts in Krefeld, nächstes Heimspiel am 20.09. Dann geht es hier gegen SGSV 2 Brücken. Ja, bis dahin hat sich schon ein bisschen geleert, aber das macht ja nichts. Dankeschön nochmal und viel Spaß und man sieht sich wieder. Richard, vielen Dank und Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns treu und kommen Sie zum nächsten Mal wieder. Danke.